von Benedikt Füst, Stand 29. November 2017, Lesedauer 2 Minuten. In der aktuellsten Version Winapples Betriebssystem High Sierra haben Experten eine Sicherheitslücke entdeckt, die sich sogar von Laien aus nützen lässt. So sollten Nutzer jetzt reagieren. Apples Mac-Betriebssystem muss Skills vielen Nutzern als diese GUI-Alternative zu Windows, doch nun ist den Apple-Programmierern ein so grundlegender Fehler passiert, dass Sicherheitsforscher weltweit entsetzt aufstöhnen, während der neuesten OSX-Version High Sierra Nutzernamen Root eingibt, das Passworteingabefeld leer lässt und doppelt Enter drückt, kann die Passwortabfrage beim Einschalten ein Macs umgehen und ihn anschließend als Root-Nutzer verwenden. Mit weitgehenden Rechten zur Änderung von Sicherheitseinstellungen und Zugriff auf Nutzerdateien, mit Root bezeichneter Plan OSX ein Nutzerkonto mit Superrechten ist den Administratoren TAS U, Mac-Rechner einzurichten und Software zu installieren. Jede Malware, jedes Schadprogramm, jeder Hack erstrebt normalerweise als erstes danach, auf einem fremden Computer solche Rechte zu erlangen. Diesmal hat Apple es dem Angreifer extra einfach gemacht. Die Benennung stammt ursprünglich aus dem Betriebssystem Unix, da Apple ursprünglich als Grundlage für OSX diente. Der Root-Nutzer White Pager der Installation von OSX verdeckt angelegt, doch normal erweist als das Nutzerkonto Passwort geschützt. Augenscheinlich haben die Apple-Programmierer diesen Schutz bei High Sierra vergessen. Wer die Lücke privat ausprobiert, sollte sie anschließend sofort schließen. Denn ist der Root-Account einmal eingerichtet, lässt er sich auch aus der Ferne über Apples Bildschirmfreigabe Fernwartungsfunktion ausnutzen. Das Leak lässt sich jedoch vergleichsweise einfach dicht machen. Nutzer müssen sie lediglich mit Admin-Rechten einloggen und in der Nutzerverwaltung Systemeinstellungen größer als Benutzergruppen ein eigenes Passwort für den Root-Account vergeben. Apple kündigt ein danach zudem ein entsprechendes Sicherheitsupdate hin. Öffentlich gemacht hatte die Lücke der türkische Programmierer Lemur Hanurcan via Twitter. Er stieß zunächst auf Unglauben, bekam dann aber in Bold hastige Nachfragen von Apples Support-Team. Apple hätte bereits seit mindestens 2 Wochen die Chance gehabt, die Lücke still und schnell zu beseitigen. Damals chatte der Nutzer Chatten 177 in einem Support-Forum für Apple Softwareentwickler herbeiläufig darauf hingewiesen, dass Nutzer in High Sierra Rauch ohne Passwort Root-Rechte bekommen und augenscheinlich selbst nicht erkannt, was er der eigentlichen Text hatte. Doch auch Apple realisiert nicht rechtzeitig, welcher Fehler im eigenen Entwicklerforum beschrieben wurde. Nun ist er erst einmal öffentlich verfügbar. Weniger gut informierte Apple-Nutzer, die ihren Rechner im Büro oder an öffentlichen Orten allein lassen, sind damit ab sofort potenziell gefährdet. Hat ein Angreifer die Lücke erst einmal genutzt, um Schadsoftware zu installieren oder Dateien zu klauen, hilft auch die anschließend die Sicherung des Root-Accounts nichts mehr. Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Einem renommierten Technikanalysten zufolge hat Apple offenbar gefallene iPhone 3 Gestirn gefunden. Auch im kommenden Jahr soll es wieder 3 Modelle geben in unterschiedlichen Größen. Der Steuersteifon der Apple-Geschichte reicht auch das zerbrechlichste. Zu diesem Schluss kommen die Prüfer von Stiftung Warentest. Abzüge gaben sie auch für den Akku, doch sie hatten auch gute Wertungen übrig. Es gibt gute Gründe, neue Software-Updates immer sofort zu installieren, etwa mehr Sicherheit, neue Funktionen oder eine bessere Optik. Aber es gibt auch Fälle, in denen man es lieber aussitzen sollte. Software reist überall und überall, wo Software reist, sind Hacker nicht weit. Doch wir reden hier nicht von Sicherheitslücken und Bugfixes. Kürzlich wurde mal wieder ein Dildo checkt. Ist es dann überhaupt noch sicher? George Hotz hat seinen Honda zum selbstfahrenden Auto umgerüstet in der eigenen Garage. Nun bringt der junge kalifornische Hacker Seine Technology als Bausatz und das Volk für knapp $700. Yevgeny Kaspersky und sein weltbekannter RIT-Sicherheitskonzern stehen im Zentrum einer globalen politischen Affäre. Es geht um die Frage, ob der Russe dem Kreml geholfen hat, die USA auszuspionieren. Auch Israel spielt eine Rolle.